Oder? Ja, ich muss jetzt den einen anderen Kollegen anrufen und dann auch fragen, was er dazu sagt, ob das jetzt, dass ich die Bestätigung habe natürlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist immer auf die Eins. Wer auf die Eins? Der ist sie. Ja. Ein wahrer Löwe. 100%ig. 100%ig. Mann, unser Kollege. Und erstmal den Boss anrufen, den Chef anrufen. Ich rufe erstmal den Chef von uns an. Ja, das muss man ihm lassen, Prinzke. Das muss man ihm lassen. Auf jeden Fall Dienstag. Dienstag ist Zahltag. Ja. Hack. Jetzt. Ja. Dann warte Ich bin der. immer da, dann ruft der Kurde, ich bin immer da. Kannst du ihn jetzt über WhatsApp anrufen? Was Aber heißt du rufst auch wie so ein Beamter an. Guten Tag und so. Du warst schon witzig, Alter. Ja gut, ich weiß schon etwas, was du dem sagen sollst in dem Moment. Wenn den dumm angemacht hättest, denke ich mal, hätte er aufgelegt. Weißt du, mein? Ich weiß es nicht. Kennt er den nicht? Der ist schon so sachlich gewesen und fertig. So macht. Ja, was man als sachlich bezeichnen kann in dem kurzen Telefonat. Ja, Ja, ist ein Bruder von aber uns, Mann. richtig, Ist aber er. vom Ding her, wie sagt man, Was soll er sonst machen? Ausdrucksweise, Er so. hat doch ganz normal gesprochen. Nächstes Mal sagst du, der LKA Berlin ist am Apparat. Ja. Natürlich hat er jetzt auch meine Nummer, gell, über WhatsApp, wenn ich dort anrufe. Nee, Ja. hat er nicht. Ja, klar hat er die. Am Freitag hat er die. Und mein Bild ist das gleiche WhatsApp. Ja. Ist das gleiche WhatsApp, was wir nutzen. Really. Ja, gut. Ja, ich Deswegen. muss mal weitergehen. Aber alles gut, aber. Ah, Na, Mann, da passiert nichts. wir Hat geben uns keinen immer so Kopf. komische Namen. Guck mal, was für Namen wir uns geben. Das sind was steht da? Man kann schwer lesen, bitte. Kann man nicht lesen? Ich schwöre, ich krieg das nicht hin. Ja, der Typ, der dahin fährt, heißt Heinrich Himmelreich. Das ist sein deutscher Name. Heißt der echt so? Nein, der heißt nicht so, aber der, also wir sprechen uns so an. Ja. Ich heiße ja auch nicht Dr. Kurde. Ich kannte mal einen Abu Zwiebel. Das sind so deutsche Namen. Ja. Hier, der meinte, der will seinen Hund mitnehmen. Guck mal, das ist sein Hund. Also den nehme ich auch mit. Arafat hat am Anfang gesagt, nein, ich nehme keinen Hund in meinen Laden. Aber dann hat er Dings gemacht. Hat er gesagt, okay, er kann den mitbringen. Ein Auge zugedrückt. Ja, er meint, es ist Haram. Es dürfen keine Hunde in meinen Laden. Ja, dann lass uns doch zu Hause bei dir treffen. Da sind doch immer viele Tiere. Und er meinte dann halt, nein, bei mir zu Hause geht nicht. Ab heute bist du Ich Fuß. würde mal die Leute hier fragen und wissen, so ein paar Fragen. Ist das, denkt ihr wirklich, was denkt ihr über Arafat? Ist der so ein Gangster oder ist der so ein Mafiosi? Ist das eher so ein Lutscher? Ach, das ist gar nichts. Er ist ein guter Ja? Geschäftsmann und mehr nicht für mich. Ne? Also Blender. ich glaube, Dr. Kurde, ich glaube, die Einschüchterei, was er macht, das kann er hundertprozentig, dass man eingeschüchtert wird, das auf jeden Fall. Aber wenn es richtig zur Sache geht, also so richtig heiß malen wird, so richtig, weißt du, so richtig mit Feuer und alles drum und dran, ist der auch verschwunden. Ja. Er schickt halt wahrscheinlich seine Handlanger. Ja, er hat so eine kleine Schlägertruppe, hat er so 4, 5 Leute hat er, sage ich ja, gebe ich ja auch zu. 4, 5 Leute hat er.
Ich finde da rumlaufen und Leute schlagen, einschüchtern und so, das schon. Aber selbst diese Leute, wenn zum Beispiel, ihr habt ja gesehen bei diesem Hamid 47 oder wie hieß der? Als er da Waffe gezogen hat und alles Mögliche, da hat man auch nichts mehr von dem gehört. So, der war einfach, der hat einfach so totschweigen, totschweigen und Lutschi Lutschi, weißt du? Das kann er halt nur wirklich mit Einzelgänger machen, mit Leuten machen, die keinen Rücken haben. Hamad 54, ja. 45, genau. Der hat ihn ja auch total zerstört und ja, da sind Lollis, weißt du, was ich meine? So, die haben noch gar kein. Wenn das so eine krasse Familie von denen ist, guck mal, von mir zwei Onkels sind draufgegangen. So. Und so im Streit, zwei Onkels von mir sind auch auf jeden Fall draufgegangen. Wie viele von denen sind draufgegangen? Ein Neffe, ein Cousin, irgendjemand. Da sind doch Gangster, oder nicht? Da muss bei Gangstern, dann sterben immer Leute. Und weißt du, was ich meine? So, wo ist einer bei euch gestorben? Wo ist jemand bei dir aus der Familie gestorben? Wir reden jetzt nicht, er wurde entjungfert, er wurde in den Arsch gefickt und so. Das ist Homosexualität, das hat nichts mit Mafia zu tun, mit Gangster zu tun, weißt du? Aber wo ist jemand von euch zum Beispiel erschossen worden? Oder wo habt ihr jemanden erschossen? Und ich schwöre,